Heute grillen wir Burger. Das Hackfleisch für die Burger, rein Rind natürlich, muss mit euren Gewürzen bindig gemischt werden. Gebt das Hackfleisch komprimiert in die Burgerpressen. Zuerst mit der Hand und erst am Schluss drückt ihr das Hackfleisch mit dem Stempel fest in die Form. Der Grill wird auf hohe direkte Hitze vorgeheizt. Und die Burger werden von beiden Seiten mit Grillmuster versehen. Anschließend werden die Burger auf die indirekte Grillfläche gezogen. Nach Geschmack kann nun der Bauchspeck für die Speckchips ausgelassen und der Käse auf die Burger gelegt werden. Als Käse eignet sich zum Beispiel Parmesan, Cheddar, Camembert oder auch Blauschimmelkäse. Nach etwa 3-6 Minuten auf der indirekten Fläche sind die 200 Gramm Burger Patties innen noch leicht rosa und außen schön goldbraun. Der Käse ist zerlaufen. Und jetzt anrichten und genießen. Den letzten Kick bekommt der Burger natürlich noch durch weitere Beilagen wie die großen Bacon Chips, eine hausgemachte Barbecue Soße, ein Aprikosen Chutney oder auch eine mediterran verfeinerte Tomatensoße. Ich wünsche euch guten Appetit!